Ja, hallo liebe Leute. Eine weitere Folge Fishing Planet. Heute sind wir am Quanchken Lake in Louisiana. Da findet heute das erste Qualifying statt von dem na, steht hier gar nicht, wie es heißt. Dann gucken wir hier. Winterpike-Tour oder auf Deutsch Winterhecht-Tour. Jo. In gut einer Minute geht das los. Zeige euch nochmal kurz meine beiden Angeln, die ich hier benutzen werde. Das ist einmal die Jigbender 270 mit der Prima 4500 SE. Rolle, Fluoro 03, dem Jigkorb 14 Gramm, Raute 3,0 und dem knochigen Chat 10 cm. Das ist von dem, ja, was war das denn für ein Event? Halloween-Event war das, glaube ich, ja, mit den Geisterhechten. Davon ist er noch, da beißen die ganz gut drauf, die Hechte. Und die andere, das ist die, ah, geht schon los. Das ist die Loki 270 mit der Hornet Swarm 6000, der Braid 023, den Jigkorb 25 Gramm Raute 4,0 und dem Chat 10 cm rot-gelb. Die Tüte war schon da, aber wirklich losgehen tut es noch nicht, wie es aussieht. Muss mal warten, bis hier freigegeben wird. Obwohl ich der Erste war heute in der Anmeldung, besser gesagt gestern, gestern Abend 19 Uhr. Habe ich es geschafft, wirklich mich als allererster anzumelden. Wie viele Leute nehmen denn teil? 442. Das ist ja ganz anständig. Ich hoffe, dass ich gleich hier das Qualifying schaffe. Unter die besten 20 muss man hier kommen, um dann ins Halbfinale zu dürfen. So, jetzt kann es mal langsam losgehen hier. Werden wieder alle anderen draufgelassen und ich noch nicht, oder wie? Hallo, kann man langsam losgehen hier? So machen die das mit ein. Die Zeit ist schon längst abgelaufen und dann muss ich immer noch warten hier. Gehe mal einmal drauf. Vielleicht komme ich ja ins Turnier über Fischen gehen, aber glaube ich nicht. Normalerweise ist man erstmal beitreten. Jo, sage ich doch. Jetzt. Man muss wirklich erst einmal kurz rein, um dann beitreten zu können. So, ich hoffe, ich bin jetzt hier auf dem richtigen Weg
zu meinem Spot. Von den ganzen Wegen hier. Ne, ist nicht der richtige. Geht die Sucherei wieder los hier. War das der hier? Ne, der war es auch nicht. Dann war es der hier. Jo, das müsste der richtige sein. Einfach mal lieber mit Tempo 3. Haben wir schon was? Aber kein Hecht, wie es aussieht, ne? Ja, habe ich mir gedacht. Aber das ist ein Hecht. 599. Ich weiß gar nicht mehr genau, welche Gewichtsklasse hier mindestens haben muss. Nehme ihn erstmal mit. Wird sowieso nachher getauscht. Gegen Trophys. Wo hängt der denn da jetzt? Habe ich ja noch nie einen Hänger gehabt. Wenn man da ganz hinten ein bisschen zu weit wirft. Die Seerosen. Da hat man den Hänger, aber doch nicht hier. Vielbiss. Vielbiss Nummer 1. Da wird man auch jede Menge von haben. Ist immer so bei den Turnieren. Da hat man mehr Vielbisse als beim normalen Angeln. Vögel hier rumfliegen, gerne auch auf dem Sack. Ah ja, das sieht aus wie ein Wels.
Welt, sag ich schon, Barsch. Krieg schon die Fische durcheinander hier. Barsch meine ich natürlich. Doch nicht, dass sie hier schon einen Trophy-Hecht bekommen. Sag ich doch. Verflixter Barsch. Das könnte wieder ein Hecht sein. Dann mal auf die andere Route wechseln. Na, es will nichts mehr beißen hier. Oh, was ist das für ein Hänger? 10 Kilometer lang oder wie? Ein Mist eingefangen. Einen alten Schuh. Den kann man auch gut gebrauchen.
will auf den Köder im Moment nichts beißen. Heute Morgen noch getestet hier. Da habe ich gleich einen Trophy gefangen mit dem Köder. 1,8 Kilo. Dann wechsle ich wieder zur anderen. Habe ja genug davon. Wir will jetzt A. Und Barsch, ne? Jo. Müsste ja jetzt wieder ein Hecht beißen. Bis jetzt jedes Mal nach dem Barsch hat ein Hecht gebissen. Ja, aber mit viel Biss. Ganz toll. Ich hoffe, dass das die ganz kleinen sind, die man eh nicht braucht. Unter 500 Gramm war es, glaube ich, hier die Grenze. Ich gucke nochmal nach. Oder 580? Ne, 680 Gramm. Wow. 680 Gramm ist die Grenze. Haben sie aber ganz schön hochgesetzt diesmal. Sonst war die immer so bei 450, 460 Gramm. Ich dachte, die haben sie diesmal auf 500 etwas, aber auf 680 Gramm. Wow. Da wird der ein oder andere noch nicht mal 10 Fische zusammenkriegen, sozusagen. Und wieder ein Barsch. Oder tatsächlich mal wieder ein Hecht. Wir hören Hecht. 900, das ist gut. Den können wir behalten.
erste Ingame-Stunde ist schon gleich vorbei. Probieren nochmal die andere. Neue Stunde, neues Glück. Vielleicht behalten Sie ja hier diese Stunde auch auf dieser Route. Und auf dem Köder besser gesagt. Probieren wir was aus. Sie vielleicht im Mittelwasser besser beißen. Ah, da war was. Leider ein Fehlbiss.
Vielleicht bist du eigentlich auch ein Oberflächenjäger. Von Mittelwasser bis Oberfläche. Aber hier wohl nicht. Gut, dann gehen wir wieder auf den Grund runter. Wie will hier nichts mehr beißen, dem Köder. Ganz merkwürdig. Wie gesagt, heute Morgen gleich der erste Bissen, gleich ein Trophy. Mit dem Köder. Und jetzt hier nicht ein Biss bis jetzt, ein Fehlbiss. So. Wird bei der Route jetzt gleich mal den Köder wechseln. Mal gucken, vielleicht bringt das was. Den hier, ne, den 7 cm, den habe ich ja auch, wieso habe ich hier zweimal, achso, das ist ja der, genau, den wollte ich. Wieder was. Normalerweise kann man nach dem Vierbiss gleich einholen, weil danach wird kein zweiter Biss kommen. Einmal einholen. Bei den Forellen hat man das ja. Die schnappen mehrmals zu. Wenn sie den Köder beim ersten Mal nicht richtig erwischen, schwimmen sie weiter hinterher und versuchen es noch ein zweites und auch ein drittes Mal. Alles schon gehabt. Aber bei den Hechten noch nie. Ja, wieder ein Fehlbiss. Was soll denn das? Ich habe hier nur noch Fehlbisse. Dritte Fehlbiss hintereinander. Aber das habe ich ja gesagt am Anfang, dass man in den Wettbewerben und Turnieren mehr Fehlbisse als Bisse hat. Haben die so hart eingestellt immer, das Beißverhalten. Naja, kann man reinholen, da beißt nichts mehr hinterher. Zeitverschwendung. Versuch's mal auch mit Tempo 3 hier. Vielleicht beißen sie ja echt besser. Ja. Und die beißen immer oben Mittelwasser. Wenn der Köder hochkommt. Könnte aber auch wieder ein Barsch sein. Der beißt auch gerne Mittelwasser. Bei Sonne. Ja, ist ein Barsch. Irgendwie geht es nicht so richtig vorwärts bei mir wieder. Ich habe nie Glück gehabt bis jetzt bei der Winterpike-Tour.
diese Scheißhänger. Manchmal einen halben Kilometer lang, Emmy. Ich möchte wissen, wo drin das festhängt, dass das einen halben Kilometer hängt. Anstrengend. Wenn nichts beißt, ist es anstrengend. Nervt, weil man die ganze Zeit angespannt ist. Irgendwie. Wieso beginnt das um 13 Uhr hier? Die Beißzeit ist doch morgens, vormittags. Bis mittags für die Trophys. Das heißt, das beißen überhaupt keine Trophys oder was? 612, ich nehme ihn erstmal mit. Bin mir nicht ganz sicher, welche ich davon behalten darf und welche nicht. Guck mal kurz rein. Also die sind alle zu klein. Den einzigen, den ich behalten darf, ist der mit 947, ne? Da haben sie sich wieder was ausgedacht. Das ist wieder ein Barsch. Kannst von ausgehen. Oh, die haben schon 8 Kilo. Den darf ich aber behalten. 8 Kilo haben die schon. Das heißt, 9 Stück mit angemessener Größe. Und wieder ein Barsch. Ja, alles klar. Kannst echt die Uhr nachstellen, nämlich. Immer abwechselnd Barsch, Hecht, Barsch, Hecht. Was soll dieser Blödsinn, nämlich? Ich glaube nicht, dass das in der Natur so hinhaut, irgendwie, dass immer abwechselnd Barsch und Hecht beißt. Unrealistisch.
So, letzter Auswurf, dann mache ich Aufnahmepause. Ich werde die 2 Stunden in 4 Teile aufteilen, sonst werden die zu lang. Halbe Stunde pro Teil langt. Ja, liebe Leute, das war's für den ersten Teil. Der zweite Teil folgt. Tschüss.